Verehrte Zuschauer, willkommen zur Heute-Sendung. West-Berlin und das Bundesgebiet erleben einen beispiellosen Ansturm von DDR-Bürgern. Die geteilte Stadt rückt von Stunde zu Stunde näher. Noch am Abend beginnt die DDR damit, neue Grenzübergänge in die Mauer zu brechen oder bisher gesperrte zu öffnen. Großkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus mit Bundeskanzler Kohl und dem SPD-Ehrenvorsitzenden Brandt. Der Kanzler hatte seine Polenreise unterbrochen. Wie es heißt, will Kohl morgen oder schon heute Abend DDR-Staats- und Parteichef Krenz treffen. Die SED hat eine demokratische Koalitionsregierung in der DDR vorgeschlagen. So steht es im Aktionsprogramm des Zentralkomitees, das am Abend verabschiedet wurde. Mehr zu diesen Nachrichten später. Jetzt schalten wir erst einmal direkt nach Berlin zu Ruprecht Eser am Brandenburger Tor. Verehrte Zuschauer, wir haben leider Tonschwierigkeiten nach Berlin. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal weiter mit der Tagesreportage aus Berlin. 100.000 DDR-Bürger sind schätzungsweise seit der vergangenen Nacht nach West-Berlin gekommen. Die meisten von ihnen für einen Kurzbesuch. Berlin seit Öffnung der Mauer, eine Reportage von Sabine Navroth. Die Mauer am Brandenburger Tor. In der vergangenen Nacht wurde sie nicht weggeräumt, aber von Hunderten aus Ost und West überwunden. Gerüchte, dass an diesem sensiblen und symbolträchtigen Ort der Teilung mit Wasserwerfern geräumt worden sei, erwiesen sich als falsch. Zeichen für Ungläubigkeit und Angst, die bei aller Begeisterung über die offene Grenze mitschwang. Die meisten Spontanbesucher zog es zum Kudamm. Viele hatten schon im Bett gelegen, waren von Freunden geweckt worden. Mit Hubkonzerten, Sekt und Gesang feierten die Berliner im Freudentaumel. Für die Stadt sicherlich der glücklichste Tag seit 40 Jahren, seit Beendigung der Blockade. Geschichten und Erlebnisse machten die Runde. Berlin tut gut! Ich bin aus Berlin, West-Berlin. Hab gehört, dass es keine Mauer mehr gibt. Hab mich in mein Auto gesetzt und wollte in die rüberfahren, ihn holen. Da war an der Einreise DDR so eine große Schlange, bin ich zurückgestoßen und bin Richtung Hannover gefahren. Bin dann nach Potsdam ab, hab bei ihm am Bett geklingelt, hab gesagt, Reini, ich bin's. Er sagt, was ist denn los? Ihn ins Auto geladen und jetzt sind wir hier. Verbrüderung und friedliches Chaos beherrschen die Szene rund um die Gedächtniskirche. Starker Andrang am Morgen in den Besucherbüros und bei der Sparkasse, wo Erstbesucher das Begrüßungsgeld von 100 Mark erhielten. An diesem Wochenende soll das Begrüßungsgeld auch in zahlreichen Postämtern in West-Berlin und im Bundesgebiet ausgezahlt werden. In den Wechselstuben führte das starke Angebot an DDR-Mark im Laufe des Tages zu einem Kursverfall. Für 100 Mark Ost gab es zunächst 12,50 Mark West, später nur noch zwischen 9 und 10 D-Mark. Im Laufe des Tages erreichte die Stimmung vor dem Brandenburger Tor Volksfestcharakter. Nach wie vor akzeptierten DDR-Grenzbehörden Personalausweise oder Pässe ihrer Bürger, ohne das seit 8 Uhr eigentlich vorgeschriebene Visum. Das DDR-Innenministerium hat am Nachmittag versichert, dass die jetzige Reiseregelung dauerhaft ist. DDR-Bürger könnten auch in Zukunft mit einem Visum frei in den Westen reisen, sagte Minister Dickel. Weiter heißt es im DDR-Innenministerium, um eine dramatische Situation zu vermeiden, sei die Abfertigung an den Grenzen bisher unbürokratisch erfolgt. Darauf sei die unterschiedliche Handhabung des Grenzverkehrs zurückzuführen. Das Brandenburger Tor von der Ostseite aus. Ein Bild, das noch gestern undenkbar schien. Menschen gehen hindurch. Später wurde wieder dicht gemacht. Volkspolizei riegelte den Zugang ab. Aber die Übergänge nach West-Berlin waren die ganze Nacht geöffnet. Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße. Trabis und Wartburgs und Laders. Alle fahren durch in den Westen. Es herrscht eine kaum zu beschreibende Ausgelassenheit. Wir wollen dabei sein. Einfach so. Und was ist mit morgen mit der Arbeit? Geh mal wieder hin. Wer jetzt schläft, der ist tot. Also ist meine Meinung. Und ich wollte da schon immer hin auf die andere Seite, auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor stehen. Und ich glaube, dieser Traum wird heute wahr. Einfach bloß erstmal über den Kudamm. Einfach bloß erstmal gucken und dann wieder zurück.
Die Grenzoffiziere fertigen schnell und freundlich ab. Eine Nacht ohne Probleme. Und dann kamen die ersten bereits zurück. Wir waren auf dem Kurfürstendamm, wir wurden ganz herzlich empfangen. Hier drüben mit Sekt. Wir wurden mit Sekt empfangen. Und ein Taxifahrer hat sich gleich uns angeboten, hat uns Berlin gezeigt, Kurfürstendamm, im Café Joe. Dort wurde uns kostenlos ein Bier spendiert. Das ist wirklich unwahrscheinlich herzlich empfangen. Seit dem frühen Morgen bis jetzt warten überall insgesamt Tausende vor den Meldestellen. Dort stellt die Volkspolizei dann innerhalb von wenigen Minuten Visa aus, gültig für ein halbes Jahr. Vertrauensbildende Maßnahmen. Bis zum Wochenende soll die Reise in den Westen jedoch auch weiterhin nur mit dem Personalausweis möglich sein. Viele DDR-Bürger sind heute erst gar nicht zur Arbeit gegangen, um die Gelegenheit zu nutzen. Die Grenzsoldaten, beim Volk bislang nicht sonderlich beliebt, fertigen zügig ab. Neues Entgegenkommen von beiden Seiten. Das Brandenburger Tor wieder abgesperrt, doch die Grenzer greifen nicht gegen die ein, die vom Westen auf die Mauer geklettert sind. Die DDR-Bürger erwarten nun von der Ostberliner Regierung, dass sie auch den Umtausch von DDR-Geld in D-Mark regelt. Vorschläge dazu fehlen nach wie vor. Liebe Zuschauer, wir versuchen es jetzt noch einmal mit Berlin, direkt vom Brandenburger Tor, Ruprecht Eser. Ja, von dem Platz, der 28 Jahre lang ein Symbol für die Teilung, für die Spaltung Deutschlands war, das Brandenburger Tor. Diese Mauer, die nun seit heute politisch überwunden sein soll. Die Mauer steht noch, Sie haben es schon gehört. Weitere Übergänge sind heute eröffnet worden und sollen am Wochenende eröffnet werden. Im Hintergrund hören Sie die Sprechchöre, die Mauer soll weg. Ganz undramatisch, ganz unproblematisch ist die Situation nicht, denn immer mehr Demonstranten versuchen sich auf ihre Weise am Abriss der Mauer, springen auch auf der anderen Seite auf DDR-Territorium. Dort sind Grenztruppen zusammengezogen, die bis jetzt aber die Demonstranten, die rüberspringen, zurückschicken. So viel erstmal von hier zurück ins Heute-Studio. Auch an den Grenzübergängen der DDR zum Bundesgebiet hat ein Ansturm eingesetzt. Seit der vergangenen Nacht kamen über 40.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik. Darin sind die Zahlen von Berlin nicht enthalten. Rund 2.500 blieben als Übersiedler, teilte das Bundesinnenministerium mit. Unsere Korrespondenten berichten von den Übergängen in Schlutup, Helmstedt, Herleshausen und Rudolfstein. Grenzübergang Schlutup in der Nähe von Lübeck, letzte Nacht kurz nach 22 Uhr. Der erste Trabi kommt. Ein paar Neugierige und Journalisten sind schon da mit Fragen. Was wollen Sie jetzt machen hier in Lübeck? Das Holz sind dort besuchen. Ja. Im Osten geht die Sonne auf und vor dem weißen Strich im Westen stehen die Reste der Nacht. Begrüßungsfeiern auch hier. Slutup schließt auf, heißt es mahnend auf dem Stein. Hunderte kommen bis zum Nachmittag zu Besuch. In Autos, die zum Teil älter sind als ihre Republik. Ein paar Schritte weiter nur, bei Travemünde, liegt der nördlichste Punkt der bislang nahezu undurchdringlichen Grenze. Es ist ja nur gar keine Saison mehr. Warum sind Sie denn früh morgens hier an den Strand gekommen? Wir haben 3 Tage Urlaub und haben ein kleines Wochenendhäuschen. Und für uns ist es, also, ist es unwahrscheinlich. 28 Jahre bin ich jetzt hier und plötzlich ist kein Zaun mehr da. Grenzkontrollpunkt Helmstedt am späten Nachmittag. Die Welle der Trabis und Wartburg rollt unvermindert, obwohl die meisten Reisenden aus der DDR nicht das verlangte Visum in ihren Papieren stehen haben. In den letzten 24 Stunden seit Bekanntgabe der Reiseneuregelungen sind weit über 8.500 DDR-Bürger mit 3.000 Autos über Helmstedt in die Bundesrepublik Deutschland gefahren. Doch die meisten kommen aus Neugier, nur etwa 500 gaben an, auf Dauer bleiben zu wollen. Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht kündigte an, dass sein Land 1.000 weitere Unterkunftsplätze für Übersiedler zur Verfügung stellen will. Auch die Helmstedter zeigen ihre Unterstützung für die Neuankömmlinge. Am Wochenende sollen hier alle Geschäfte offen bleiben. Grenzübergang Herleshausen, 2 Stunden nach Mitternacht. Die ersten Trabis passieren die deutsch-deutsche Grenze. Ausreisewillige wie diese Familie trifft man hier nur wenige. Die große Mehrheit möchte stattdessen nur mal kurz vorbeischauen, sich von der Durchlässigkeit der Grenze selbst überzeugen. Um 9 Uhr morgens sind bereits über 1100 Menschen nach Hessen eingereist. Danach werden bis zu 500 pro Stunde abgefertigt. Ein Visum ist entgegen vorheriger Ankündigung durch die DDR-Behörden nicht nötig. In der Gemeindeverwaltung Herleshausen, wenige hundert Meter von der Grenze entfernt, herrscht Hochbetrieb.
Viele ostdeutsche Kurzbesucher lassen sich das Begrüßungsgeld auszahlen und kaufen sich dafür einige Andenken. Nach einem kurzen Aufenthalt in Deutschland West fahren die ersten schon am Nachmittag wieder in Richtung Heimat zurück. Trotz Öffnung der DDR-Grenzen ist der Flüchtlingsstrom über die GSSR kaum geringer. Am bayerischen Grenzort Schirnding immer noch kilometerlange Trabischlangen. 50 Kilometer entfernt, an der Grenzstation Rudolfstein bei Hof, haben bisher 1200 Pkw die innerdeutsche Grenze direkt passiert. Und das ohne Probleme. Wir sind aufs Geradewohl zugefahren. Wir wollen heute oder morgen auch wieder zurück. Auf alle Fälle. Meine Frau war mit dem Frühstück. Ich weiß gar nicht, dass ich fort bin. Ich habe gesagt, ich muss es probieren. Ich will mir das mal angucken. Wo willst du wenigstens mal gesehen haben? Man weiß ja nicht, ob es so bleibt oder wie es wird. Und fahren Sie wieder zurück? Auf alle Fälle. Ich meine, nein. Wir müssen es gemeinsam wieder ausbauen. Ja, die vielen, die schon gegangen sind, haben das Land genug geschädigt. Das ist unsere Heimat. Die bauen wir wieder auf. Ein Stück Deutschland. Anders als in Schirnding wollen die meisten der heute über Hof angereisten Personen wieder in die DDR zurückkehren. Die DDR will, wie gehört, an 5 weiteren Stellen in Berlin die Mauer durchbrechen und neue Übergänge zum Westteil Berlins schaffen. Bereits um 18 Uhr wurde die Glienicker Brücke für den Grenzverkehr freigegeben. In den nächsten Tagen sollen an der Eberswalder Straße, am Potsdamer Platz, an der Falkenseer Chaussee und am U-Bahnhof Johannowitzbrücke 4 weitere Übergänge folgen. Das erklärte am Abend Bundesaußenminister Genscher vor 20.000 Menschen, die sich vor dem Schöneberger Rathaus versammelt hatten. An der Kundgebung nahmen auch Bundeskanzler Kohl, der Ehrenvorsitzende der SPD Brandt und Berlins regierender Bürgermeister Momper teil. Vor dem Rathaus Schöneberg vor einer Stunde viele 10.000 Berlinerinnen und Berliner West und Ost vereint zu dieser Großkundgebung. Mit Beifall empfangen sie den einstigen Regierenden von Berlin und heutigen Ehrenvorsitzenden der SPD Willy Brandt, der hier bewegt feststellte, die Zusammengehörigkeit der Deutschen und der Berliner manifestiere sich auf eine aufwühlende Weise. Und dies eben, weil eine unübersehbare Zahl von Teilnehmern seit 28 Jahren Trennung wieder auf diesem Platz vor dem Rathaus in West-Berlin sein konnte. Das Zusammenrücken der Deutschen verwirklicht sich anders, als es die meisten von uns erwartet haben. Und keiner sollte in diesem Augenblick so tun, als wüsste er ganz genau, in welcher konkreten Form die Menschen in den beiden Staaten in ein neues Verhältnis zueinander geraten werden. Dass sie in ein anderes Verhältnis zueinander geraten. Dass sie in Freiheit zusammenfinden und sich entfalten können. Darauf allein kommt es an. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Pfiffe und Missfallsbekundungen begleiteten dagegen die Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl, der sichtlich Mühe hatte, sich Gehör zu verschaffen. Heute ist ein großer Tag in der Geschichte dieser Stadt. Das Bundeskanzleramt hat soeben Berichte dementiert, wonach Bundeskanzler Kohl morgen mit DDR-Staats- und Parteichef Krenz zusammentreffen werde. Es gebe keinen Termin für eine solche Begegnung, erklärte das Kanzleramt dem ZDF. Die Behörden in der Bundesrepublik bemühen sich mit Hochdruck um zusätzliche Notunterkünfte für die steigende Zahl von Übersiedlern. Wie viele kommen am Wochenende, wie viele werden bleiben? Darüber wurde in Bonn den ganzen Tag in Sondersitzungen beraten. Alle Fraktionen waren sich dabei über Soforthilfemaßnahmen einig. Wir stehen auf der Glücksseite Deutschlands. Und das haben wir uns nicht alle selbst erdient. Das ist wirklich Glück. Umso mehr sind wir jetzt zum Zusammenstehen gefordert. Am Wochenende waren 2000 Plätze für Flüchtlinge in Kasernen in Anspruch genommen. Heute Morgen sind es über 27.000. Also die Bundeswehr hat in dieser Woche den wichtigsten Beitrag geleistet. Wir sind auch bereit, noch einige Kapazitäten, jedenfalls für einige Zeit, zusätzlich zur Verfügung zu stellen, mit erheblichen Belastungen für unsere Soldaten.
Nach den Fraktionssitzungen beriet die SPD die Situation mit Vertretern der Wohlfahrtsverbände. Eine weitere Kommission aus Bundes- und Länderministern und den kommunalen Spitzenverbänden beschloss erste unbürokratische Maßnahmen. Am Wochenende werden Post- und Sozialämter geöffnet, um Begrüßungsgeld auszuzahlen. Außerdem soll an Autobahnen Gemisch für Trabifahrer bereitgehalten werden. Nach ersten Beobachtungen wollen aber die meisten nach einem Kurzbesuch in die DDR zurückkehren. Im Augenblick ist es so, dass die allermeisten, die kommen, nach dem, was wir erkennen können, als Besucher kommen. Und manche bleiben natürlich auch da, wie das ja auch in den vergangenen Tagen der Fall gewesen ist. Aber bis jetzt keine ungewöhnliche Entwicklung. Mit einem Aktionsprogramm für weitere Reformen ist in Ostberlin die dreitägige Sitzung des Zentralkomitees der SED zu Ende gegangen. In dem Text, den die amtliche Nachrichtenagentur ADN im Wortlaut verbreitete, heißt es: Wir sind für eine demokratische Koalitionsregierung. Im Einzelnen wird ein Wahlgesetz vorgeschlagen, das freie, allgemeine, demokratische und geheime Wahlen unter öffentlicher Kontrolle gewährleisten soll. Außerdem gab es weitere Veränderungen in der Parteiführung. Nach der Sitzung des ZK die SED heute Abend bemüht, neues Selbstbewusstsein zu demonstrieren. Massenkundgebung in Ost-Berlin. Zuvor hatten die DDR-Medien dem Parteivolk und den Bürgern mitgeteilt, dass eine Kommission nun Fehler der Wirtschaftspolitik untersuchen und Verantwortlichkeit klar benennen soll. Die ehemaligen Politbüromitglieder Mittag und Hermann wurden wegen Unfähigkeit aus dem ZK ausgeschlossen. Die SED bietet jetzt allen demokratischen Gruppen ein, wie es heißt, gleichberechtigtes Koalitionsbündnis an. Die SED-Mitglieder bleiben skeptisch Kritik eines Arbeiters. Es wurde ein neues Politbüro gewählt vom alten ZK. Von einem ZK, das dem alten Politbüro Beifall bzw. lang anhaltenden Beifall geklatscht hat. Egon Krenn. Ich bin skeptisch, ob diese Genossen in der Lage sind, das heute verkündete Aktionsprogramm umzusetzen. Die konkreten Taten, nicht das Reden, in den nächsten Tagen und Wochen werden das beweisen. Meine Meinung ist, auf jeden Fall, auch ins ZK müssen neue Leute mit neuen Ideen. Also wählen wir aus unseren Reihen ein neues ZK. Vor allen Dingen müssen wieder mehr Arbeiter in die Leitung unserer Arbeiterpartei. Egon Krenz wird gleich sprechen. Die Partei wartet auf Orientierung. Die Öffnung der DDR-Grenze ist von den Westmächten einhellig begrüßt worden. US-Präsident Bush sprach von einem dramatischen Schritt auf dem Weg zur Freiheit. Die britische Premierministerin Thatcher sagte, jetzt müsse das Entstehen einer echten demokratischen Regierungsform in der DDR Vorrang haben. Frankreichs Ministerpräsident Rocard erklärte, wenn die Mauer fällt, gibt es keinen Krieg mehr in Europa. Auch Moskau billigte die Entscheidung Ostberlins. In Moskau hörten die Journalisten zunächst einen Satz, der in den vergangenen Wochen jedem offiziellen Kommentar zu den Ereignissen in der DDR vorangestellt wurde. Dies ist ein souveräner Schritt der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, sagte Gennadi Gerassimow, der Sprecher des Außenministeriums. Die DDR-Regierung hat eine neue Regelung für das Passieren der Grenze eingeführt. Dadurch ist die Grenze nicht aufgelöst worden, sagte er. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man manche westliche Kommentare liest. Ich will in diesem Zusammenhang an die Worte von Egon Krenz erinnern, die er hier an diesem Tisch am 1. November gesagt hat. Er sagte, die Grenze in dieser Form besteht aus ganz anderen Gründen. Sie sei nicht dazu da, Kontakte zwischen Menschen zu verhindern. Die neue DDR-Führung, so Gerassimow, verwirkliche jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die abzielten auf eine Erneuerung des Sozialismus, auf eine Stabilisierung der innenpolitischen Lage und auf eine breite Demokratisierung des Lebens. In Washington haben das Weiße Haus und das Parlament hoch erfreut auf die Öffnung der DDR-Grenze reagiert. Präsident Bush legte seinem Hochgefühl allerdings Zügel an, als er von einer sehr guten Entwicklung sprach. Unser Ziel ist ein freies und vereintes Europa. Sind wir dem näher gekommen? Ich meine ja. Gorbatschow spricht von einem gemeinsamen europäischen Haus. Ist das ein Schritt dorthin? Wahrscheinlich auch das. Bush war sehr vorsichtig. Niemand wisse, was noch passieren werde. Die Deutschen lieben ihr Land.
Viele von denen, die sich lange eingepfercht fühlten, werden sich wohl fragen, jetzt, da wir uns frei bewegen können, sollten wir uns da nicht aktiv an den Reformen beteiligen, die in unserem Land stattfinden? Außenminister Baker warnte heute vor übereilten Hoffnungen. Es ist zu voreilig, von der Erlaubnis zur freien Ausreise für die Bürger der DDR gleich den großen Sprung zum Thema Wiedervereinigung Deutschlands zu machen. Es gibt noch viele Stationen auf dem Weg dorthin. Eine davon sind freie Wahlen. 28 Jahre Mauer, die jetzt ihren Sinn verloren hat. Die DDR ist dabei, sich in einem atemberaubenden Tempo zu verändern. Ein Vorgang, der die Welt bewegt. Ein Kommentar von Karl-Heinz Schwab. Es ist ein deutsches Wunder ganz neuer Art, das die Welt heute staunend beobachtet. Einen Sieg des Volkes über ein tyrannisches System, wenn man davon in diesem Augenblick schon sprechen darf, den hätte man von Deutschen wohl zu allerletzt erwartet. Die Anteilnahme, die Sympathie ist groß und auch ehrlich. Aber nicht nur bei unseren Verbündeten, bei den europäischen Nachbarn, sondern gewiss auch unter uns selbst stellt sich so mancher besorgte Fragen. Wird nicht das empfindliche Machtgleichgewicht in Europa gestört, wenn sich der andere Teil Deutschlands so dramatisch verändert, wenn am Ende womöglich die Deutschen gemeinsam eigene Wege suchen? Und was wird aus der europäischen Gemeinschaft, in die die Bundesrepublik Deutschland so zuverlässig und endgültig eingebettet schien? Präsident Bush hat das offen bekannt, was sicher viele empfinden. Niemand weiß, was demnächst passieren wird. Sein für Anfang Dezember verabredetes zwangloses Treffen mit Michail Gorbatschow wird jetzt zu einem Gipfel werden, auf dem die Interessen der beiden Supermächte in Europa unter aktuellem Zwang zu überdenken und abzustimmen sind. Moskau demonstriert derweil die Gelassenheit einer Weltmacht, die nicht länger den Versuch unternehmen will, freie Entwicklungen in ihrem westlichen Vorfeld zu unterdrücken. Wenn die sowjetische Führung dabei bleibt, welch ein Wandel gegenüber der Nachkriegswelt, wie sie Stalin, Roosevelt und Churchill in Jalta und anderswo entwarfen. Der bulgarische Staats- und Parteichef Schivkov ist zurückgetreten. Er will auch das Amt des Staatsoberhauptes niederlegen. Das wurde auf einer Sitzung des Zentralkomitees in Sofia bekannt gegeben. Schivkov war der dienstälteste Parteichef Osteuropas. Sein Nachfolger im Parteiamt ist der bisherige Außenminister Mladenov. Bundesaußenminister Genscher hat in Warschau mit dem polnischen Außenminister Skubiszewski über die Ostpolitik gesprochen. Dabei bekräftigte Genscher, dass die Bundesrepublik zu allen Verträgen und Verpflichtungen stehe, die sie übernommen habe. Das betreffe die Ostverträge ebenso wie den Grundlagenvertrag mit der DDR und die Schlussakte von Helsinki. Frühere Meldungen, nach denen Genscher erklärt habe, die Bundesrepublik ergreife keine Initiative zur Wiedervereinigung, wies das Auswärtige Amt zurück. Diese Äußerung habe Genscher nicht gemacht. Die Darstellung beruhe auf einer Fehlinterpretation von Nachrichtenagenturen. Vor der Unterbrechung der Polenreise des Bundeskanzlers ist in Warschau der größte Teil der deutsch-polnischen Vertragswerke unterzeichnet worden. Die Ressortminister unterschrieben 11 Einzelabkommen. Sie betreffen unter anderem finanzielle Hilfen für Polen, den Jugendaustausch, die Errichtung von Kulturinstituten und die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit. Und zum Schluss das Wetter. Regen im Norden und Westen, zunehmend sonnig nach Süden. Bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad, im Nebel waren es nur 3 Grad. Zur Vorhersage Ulrich Franz. Die Tiefdruckgebiete werden im Augenblick immer weiter nach Norden abgedrängt. Die Wirkung des heutigen Tiefdruckgebietes reichte noch bis weit in den Süden Deutschlands. Das nächste Tief streift morgen aber nur noch den Norden Deutschlands. Heute Nacht ist der Himmel in Süddeutschland vielfach klar und so bildet sich in den Flussniederungen wieder dichter Nebel. Die Temperatur geht hier auf 0 bis minus 3 Grad Celsius zurück. In der Mitte Deutschlands ist der Himmel zunächst einmal wolkig, doch in der zweiten Nachthälfte klart es zunehmend auf. Hier ist die Nacht frostfrei. Und in Norddeutschland ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise fällt leichter Regen. Bei einem frischen bis starken Wind aus Südwest liegen hier die Tiefstwerte zwischen 4 und 8 Grad. Morgen hat es an der Nebel sehr schwer, sich im Süddeutschland aufzulösen und wahrscheinlich wird ihm dies hier im Donautal nicht gelingen. Sonst aber wird der Himmel vielfach heiter. Die Temperatur steigt auf 8 bis 12 Grad, ja im Westen und Nordwesten sogar stellenweise bis 14 Grad. Nur im Nebel bleibt es unangenehm kalt. So viel zum Wetter.
Mehr zum Thema des heutigen Tages um 19.30 Uhr in der Sendung ZDF Spezial, das Ende der Mauer und im verlängerten Heute-Journal. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.